Schafspelz. Das wäre einer. Ein ganz ranziges Schaf, aber geile Nummer. Wir sind heute hier für Grip Originals. Ich bin der Niki Schelle. Ich der Jan Seifert. Und darum geht's, Dirt Rally 2.0. This is why I'm here. And this is why I came. I got no place for fear. This is not a game. Das Besondere an Dirt 2 sind all die neuen Eigenschaften und Einstellungen. Wir haben Reifenauswahl, Reifenabrieb, Oberflächenveränderung. Das bringt echt viel aus der echten Rallye in das Spiel mit rein. So ist es eine größere Herausforderung als jemals zuvor mit Dirt. Du musst dich echt fokussieren und konzentrieren, um fehlerfrei durchzufahren. Für mich ist das Beste an Dirt 2. Da hinten steht ein Rallye-Auto. Rallye-Fahren ist eigentlich mein Terrain. Da machen wir eine Challenge. Jeder fährt einmal. Ja, aber wenn du auf deinem Terrain unterwegs bist, dann geht's hier auf mein Terrain. Simulation am Simulator fahren, da versuche ich dich dann abzuziehen. Wir werden sehen. Das finde ich ja schon mal geil. Also, wenn es verschiedene Autos, auch so ältere, gibt, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und hört mal hin, der schaltet mit Zwischengas runter. Wenn die Gänge reichen, gut reingehen, geil. Ja. Alte Schule noch, alte Schule. Wobei, ganz ehrlich, also das Auto schaut ein bisschen komisch aus von außen. Aber die Technik ist sehr, sehr geil und sehr, sehr gut. Und ich liebe solche Autos, die nur nach außen. Aber du kannst hier zock, 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 kein Krachen, kein gar nichts. Ja, Hammer. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Also, ich bin immer gefragt nach den Wölfen im Schafspelz. Das wäre einer. Was ist denn das? Ein ganz ranziges Schaf, aber geile Nummer. Zu schlagen oder zumindest mal ranzukommen. Ja, und dann schauen wir, wie das in der Simulation aussieht. Es ist ja auch ein Ring, also es wird, wir fahren hier rundherum, das ist, liegt ja eher dir dann wieder, also sollte eigentlich dir entgegenkommen, also von dem her. Aber wir müssen natürlich ganz, ganz ehrlich sagen, wir sind ja nicht im Spiel, sondern in der Realität, deswegen würde ich sagen, wir holen uns Helme. Oh,
heißt das Schelle voll in Aktion. Heute geht das ja durch. Gleich sind wir im Ziel. Mach schon, lauf, Baby, lauf. Okay. Und. 54,16. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen was geht immer, aber teilweise kommt man wirklich nicht vom Fleck. Also man muss sehr schön präzise fahren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das könnte dein Vorteil sein. Aber wieso denn? Was kam raus? Ja, super. Sag mal. 55,66. Ah, in einer Runde. Ja, es war gut. Es ist eben der große Unterschied. Ihr fahrt halt, du fährst präziser innen mehr und so. Ich fahre ein bisschen zu quer oder so. Es war von dem her wirklich nicht schlecht. Aber es war auch knapp. Weiß. Jetzt sind wir in meinem Milieu. Das ist jetzt eher deins. Du hast doch mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe dir mal was hingestellt. Ein richtiger Simulator. Also den kannst du auch zu Hause so hinstellen. Also wenn du jetzt gleich Bock kriegst, das zu machen. Werde ich vorstellen. Das Spiel Dirt Rally 2.0 ist auch schon geladen. Okay. Lenkrad, Pedale, Schaltung. Also genauso, wie wir gerade eben gefahren sind. Genau, aber jetzt Lenkrad schon mal 5000 Knöpfe. Gar nicht so schlecht. Ja, Getriebe hätten wir hier, falls es sogar wäre, 7 Gang. Wir haben hier verschiedene Modi, pass mal auf. Also, siehst du zum einen hier, WX-Meisterschaft. Wir wollen ja gegeneinander auf Zeit jetzt fahren. Wir beide im Duell. Genau, wie die Challenge. Die eine Sekunde, die muss ich irgendwie wieder wegmachen von gerade eben. Deswegen Zeitfahrmodus, den wählen wir jetzt mal. Strecke, du kannst dir extrem viele Strecken raussuchen, verschiedene Untergründe, verschiedene Bedingungen, also verschiedene äußere Bedingungen. Neuseeland habe ich uns mal rausgesucht. Neuseeland war ich schon, bin auch Rallye gefahren. Mega. Na, nicht, dass du jetzt die Strecke ist, die du auch noch kennst. Das denke ich jetzt mal nicht. 4,79 Kilometer auf Schotter. Ist okay. Ähnlich wie gerade eben. Läuft fast, genau. Fast die gleichen Voraussetzungen. Passt. Also, das nehmen wir mal das Ganze. Und wir sind bei den historischen Fahrzeugen. Ja, geil. Geil, oder? Was sehe ich hier? Geil. Ja, habe ich dir doch gesagt. Ich habe es dir gesagt. Der Golf ist auch mit drin. Hast noch verschiedene andere. Guck mal, ein Mini hast du noch, ein Lancia hast du noch, Golf. Also da ist alles drin. Ja. Aber wir nehmen jetzt den Golf. Und dann geht es eigentlich schon los. Zack, geladen. Hawke's Bay, Neuseeland. Okay. Das sieht noch ganz entspannt aus. Das ist auch ein bisschen wärmer als gerade eben. Ja. In Original. Also. Ja, geil. Geil, oder? Alles? Ja, alles so, wie es sein muss. Aha. So, ich rutsche dir mal vor, weil hier kann ich nicht mehr vor. Das haben wir nämlich vorher am Rallye-Auto schon gesucht. Also da ist guck, jetzt siehst du auch, jetzt sitze ich richtig da. Handbremse anziehen. Handbremse ist der rote Knopf am Lenkrad. Ah, okay. Okay, weil wir jetzt haben jetzt keine hier. Handbremse. 5, 4, 3, 2, 1. Attacke. Hey, die Stimme kennt ich. Oh, im dritten Gang losgefahren. Schon die erste Zeit verloren. Nicht aufgepasst. In Achtung, zu rechts, mach zu. Es ist die Stimme ist wirklich von meiner ehemaligen Beifahrerin, Grim Vogel. Ist es so? War die aber immer so freundlich? Ja, aber die ist total entspannt. Du fährst wirklich fast schon durch einen Baum durch und dann sagt die nicht irgendwie normal, kommt ja ein bisschen emotioneller das Ganze herum. Aber ist es genauso wie in der Rallye? Also jetzt mal bloß ganz ehrlich, der Sound finde ich 1:1 wie der, ja, wie wir eben gehabt haben. Also das, und das Sound Ding ist schon mal absolut Wahnsinn. Das Ding dreht auch genauso hoch. In 1 rechts. Ja, genau. Mach zu. Genau, also die Kurve wird enger. Oh, sehr schwer, Zeit verloren. Oh.
Und nein. Sechs links überkuppen. Aber weißt du, wie schwer das für mich ist, das zu verarbeiten mit den Ansagen? Also du musst ja viel mehr Multitasking, weil du jetzt hören musst, was sie sagt. In sechs links und zwei rechts mach zu. In sechs links lang macht auf. Ja, das wird jetzt ein leichtes für dich hier. Du kannst jetzt schön gucken. Ja, ich werde mir doch mal schnell 4,4 Kilometer auswendig. Ja, also das war damals schon nicht mehr Stärke. Oh, nein. Mach zu, kehre links weit, überziehe. Ja, aber das hat Tanja früher auch gemacht. Die hat einfach weitergelesen. Selbst wenn ich irgendwie alles scheiße. Guck mal, 100 Meter vom Ziel bin ich nach. Also du hast mir jetzt ein leichtes Geschenk gemacht. Das könnte vielleicht klappen. 4,34, ne? 4,34. 6,34. Das ist jetzt ein einfacher für dich. Ich bin jetzt noch mit Absicht da hinten runtergefahren. Ja. Ja, lassen wir da ein bisschen durchschnaufen. Ja, komm jetzt, komm. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ups, der Fahrer überall. Ja, Start war schon mal besser, weil logisch, klar, bist du im ersten Gang gefahren, ich bin im dritten. Da muss man aber ganz schön was lenken. Der Herr Schelle ist komplett im Tunnel. Der ist komplett drin. Also es ist sehr, sehr geil. Ich bin komplett. Man kann komplett drin versinken. Das ist halt das. Ja, das hilft schon im Kurvendruck. Immer leicht anlehnen. Und dann sprichst du in deiner Tanja mit dir. Ja, also das ist, fühle mich schon fast ein bisschen heimisch. Ob das noch was wird, ich glaube, da musst du es ein bisschen pushen. Halt die Pappe. Damit du meine Zeit noch schlagen kannst. Jetzt erst eine Minute. Ja, das ist ja, das schaffst du nie im Leben. Nie im Leben schaffst du das. 4 Sekunden sind hinterher. 2 links. Oh! Die nächste geht voll. Nur wenn die Tanja sagt. Wir fahren Untersteuern. Ein satter Vorderachsdrift war das da. Untersteuern. Frontkratzer halt. Die Tanja bemüht sich da was zum Reden, aber wir haben noch einen dritten Mann an Bord, den Jan Seifert, der erzählt immer lauter Kaffee. Aber jetzt weißt du mal, wie das gerade eben für mich war, oder? Das gibt doch gar nichts. Ich bin guter Dinge, dass es vielleicht doch noch klappt für mich. Jetzt kriegst du ein Gefühl dafür, oder? Es kommt schon langsam. Ja, man merkt es. Leider merkt man es, dass du das Gefühl dafür kriegst. Ei. Hier kannst du cutten. Hier kannst du ihn cutten. Ja. Komm. Nein. Vicky, hier hättest du rechts gewusst. Ja. Jetzt. Vielleicht doch nicht. Ich sag nur, ich fahre nur dahin, wo die Tanja will. Nein, komm. Das ist meine Abflugkurve. Nein! Ja! So, und jetzt ziehen wir ja die 18 Sekunden noch ab, haben wir von den 18 Sekunden rennt hier keiner. Du bist der, da steht's, Profi. Du bist der Profi. Es ist nicht schlecht, was ich beim ersten Mal gemacht habe. Man muss eben ganz ehrlich sagen, wenn ich die Zeit jetzt erzähle, dass ich da wirklich relativ rangekommen, muss der Spieler gut sein. Weil es hat mir das Feedback gegeben, wenn ich jetzt nur 3-4 Mal fahre, dann glaube ich, hole ich noch eine 10 raus. Oder so. Man hat eindeutig am Anfang gesehen, wie du dich rantasten musstest, weil einfach das Feedback fehlt, weil du hast Kupometer, ist halt null da. Du bewegst dich ja nicht. Ich hätte ein bisschen so machen können. Ja, genau. Aber das fehlt. Aber schon Kurve für Kurve merkst du, da kommst du ran und einfach durch Grafik, durch Sound kriegst du einfach das Gefühl dann und weißt, jetzt langsam komme ich in den Tunnel rein und langsam sitze ich wirklich in Neuseeland im Ich hatte auch den Tunnel, ich habe wirklich nur da vorne schauen können, ich habe wegen der Zeit oder so irgendwie gar nichts. Du musst dich ja konzentrieren, was eben meine Co-Pilotin erzählt. Das war also schon sehr, sehr toll, aber es ist noch ein bisschen was anderes. Also so richtig zum Aufpassen war es ein bisschen schwierig, aber für das erste Mal, ich bin absolut happy und mir hat es wirklich mega Laune gemacht. Okay, also ich fahre noch eine Runde. Ja, dann weiter geht's. Schalt rein, los, ab. Ich will jetzt in die Länge.